Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen von der FDP-Fraktion, was haben Sie sich bei der Wahl des Debattenthemas eigentlich gedacht? Und ich will deutlich sagen, an der Tafel steht da dran, die aktuelle Stunde zur Gefahr eines Handelskrieges. Sie haben ja dort noch einen Anhang, und dazu will ich sprechen, weil Sie formulieren es, und die Auswirkungen auf den Finanzplan des Bundes. Und darum soll es ja wohl auch gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hatte immer gedacht, dass das Schüren von Ängsten anderen politischen Kräften in diesem Hause überlassen ist. Aber Fakt ist eben auch, ich hoffe gerade als Haushälter, dass wir nicht nach jeder Twitter-Meldung von Donald Trump vielleicht den Bundeshaushalt umschreiben müssten. Mit Blick auf die Haushaltsplanung will die FDP mit dem Debattenthema offensichtlich den Eindruck erwecken, dass die Finanzplanung des Bundes auf Sand gebaut sei. Und sie bedient sich des Schreckgespenstes eines, und Kollege Lemmel, da gebe ich Ihnen recht, Unwortes, Handelskrieges. Die Fakten sind klar. Vor einer Woche hatte US-Präsident Donald Trump die Verhängung von Exportzöllen auf Stahl und Aluminium verkündet. Und wir alle wissen, dass Detailfragen ja ungeklärt sind. Wir wissen auch nicht, welche Ausnahmeregelungen denn wirklich vorgesehen sind. Und es ist doch wohl auch so, dass auf Ebene der EU, aber auch der Bundesregierung das Ganze natürlich sehr kritisch gesehen wird und dass diese Ankündigungen natürlich auch Reaktionen erfahren werden. Zunächst einmal gilt es aber auch, Gespräche zu führen, um etwas zu verhindern, was uns allen nicht gefallen kann. Dennoch, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat diese Woche festgestellt, Zitat, auch von den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium ist zunächst mal keine spürbare Wirkung auf die Konjunktur zu erwarten, Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will ja gar nicht abstreiten, dass von einem möglichen Handelskrieg durchaus auch wirtschaftliche Risiken verbunden wären. Ja sicher, das ist doch klar. Dennoch gilt aber wohl deutlich, dass man sich auch mit anderen wirtschaftlichen Kennziffern auseinandersetzen dürfte, die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben könnten. Da nenne ich viel gravierende Dinge, wie beispielsweise die Entwicklung von Rohstoffpreisen oder aber auch die Veränderung des Zinsniveaus. Und statt hier einmal einen Popanz aufzubauen, möchte ich einfach darauf hinweisen, dass wir wirklich einen guten Finanzplan haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Finanzplan resultiert aus Annahmen Mitte letzten Jahres, wo das Wirtschaftswachstum noch bei 1,6% lag. Tatsächlich geht die Bundesregierung jetzt im aktuellen Jahreswirtschaftsplan, den wir ja kürzlich besprochen haben, von 2,4% aus. Und ich sage deutlich, damit wird auch klar, dass die Bundesregierung das Wirtschaftswachstum als Grundlage für unseren Finanzplan doch wohl sehr vorsichtig geschätzt hat und damit auch möglichen Risiken Rechnung trägt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass das Wirtschaftswachstum besser ist, das erkennt man ja auch an steigenden Steuereinnahmen. Und so konnten wir bei der letzten Steuerschätzung im November 2017 durchaus positiv konstatieren, dass im Finanzplanungszeitraum bis 2021 mit ca. 30 Milliarden Mehreinnahmen alleine für den Bund gerechnet werden kann. Die nächste Steuerschätzung im Mai gilt es dann abzuwarten, die sich natürlich auch im nächsten Finanzplan niederschlagen wird. Und darin finden sich dann auch die von der Koalition vereinbarten Mehrausgaben, deren Finanzierbarkeit ausdrücklich gesichert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn bereits im letzten Finanzplan haben wir ja 15 Milliarden Euro mehr frei verfügbar gehabt. Das war eine gute Ansage und hat Spielräume geschaffen. Wir wollen natürlich im Finanzplanungszeitraum auch weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt ohne neuen Schulden vorlegen und auch die vorhandenen Spielräume systematisch ausnutzen. Das ist sowohl wirtschaftspolitisch als auch haushaltspolitisch völlig richtig. Und so hat auch die OECD im Kenntnis der geplanten staatlichen Ausgaben ihre Wachstumsprognose für Deutschland angehoben, und zwar in diesem Jahr von 2,3 auf 2,4%. Und im nächsten Jahr erwartet man statt 1,9 2,2%. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat die OECD damit begründet, dass wir sinnvolle Mehrausgaben im Bundeshaushalt vorgesehen haben, Investitionen beispielsweise in Bildung, Infrastruktur und Wohnungsbau, genauso wie Mehrausgaben für Familien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zusammenfassend, der Finanzplan der Bundesregierung ist auf solidem Fundament gebaut. Wir haben einen guten Finanzplan und werden einen noch besseren bekommen. Damit wird selbstverständlich auch allen Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen. Die heutige Debatte hätten wir uns sparen können. Herr Jürg, herzlichen Dank. Als nächstes erteile ich das Wort dem Kollegen Leif-Erik Holm von der AfD.